18 Uhr, hier ist Ron, Rheinpfalz-Odenwald-Neckar. Die Nachrichten des Tages hat Tina Hinzer ausgesucht, zusammengestellt. Und wir werden jetzt durch die Sendung gemeinsam gehen. Werden wir gemeinsam gehen. Und wenn Sie gehen und stehen durch die Städte, wo Sie wohnen, durch die Ortschaften, sehen Sie das sicherlich auch. Alles ist sozusagen zugepflastert mit Wahlplakaten für die Bundestagswahl am 24. September. Aber wir haben uns mal gefragt, kommt denn das, was die Politiker damit erreichen wollen, auch tatsächlich rüber? Haben wir uns umgehört und sprechen dazu mit einem ausgesprochenen Experten hier im Studio. Dann, wenn Sie die Tage auch durch Mannheim gehen, sehen Sie überall Kunst an den Wänden. Das nennt sich Stadtwandkunst. Und sozusagen eine Stadt ist eine Galerie. Was es mit diesem Projekt so auf sich hat, stellen wir Ihnen vor. Auch die Künstler stellen wir Ihnen vor. Und wir haben Julian Nagelsmann exklusiv im Interview, den Erfolgstrainer der TSG 1899 Hoffenheim. Und dann haben wir noch einen kleinen Schmunzler, nämlich ein 32-Seelendorf, das eine eigene Postleitzahl bekommt. Warum das nötig ist, wir sagen es Ihnen heute bei RON-TV am Mittwoch. Der beste Platz für den Politiker ist das Wahlplakat. Dort ist er geräuschlos, leicht zu entfernen und tragbar. Der Satz stammt leider nicht von mir, sondern vom Satiriker Loriot. Aber irgendwie stimmt er schon ein bisschen. 20 Millionen hat die CDU, 24 Millionen Euro sogar die SPD für Wahlplakate, die in den Straßen hängen, bei diesem Wahlkampf ausgegeben. Bei uns im Studio hängen sie auch, aber nur ausnahmsweise heute. Und wir haben uns gefragt, kommt das überhaupt an bei den Menschen? Hilft ihnen das bei der Wahlentscheidung? Und wie denken die Politiker über ihre eigenen Plakate? Wir haben uns in der Metropolregion umgehört. Drei Politiker, drei Wahlslogans. Aus Mannheim für Mannheim. Echt wie Mannheim? Steuerbetrugsbekämpfer. Ich weiß nicht, was mir das jetzt sagen soll. Daher finde ich es eigentlich nicht überzeugend. Es hat so ein bisschen belangloses Blabla. Also man sollte schon in irgendeiner Weise versuchen, rüberzubringen, wofür man steht. Aber irgendwas haben sich die Kandidaten doch dabei gedacht. Also was steckt hinter Stefan Rebmanns Wahlspruch? Die Mannheimer sind direkt, offen, unverfälscht, nicht verkrampft. Das verbinde ich damit und das ist eigentlich auch eine ganz gute Beschreibung meiner Person. In dieser Hinsicht ähnelt er seinem Mannheimer CDU-Kollegen. Ich glaube, dass die Menschen ihren Kandidaten und Abgeordneten kennen wollen, dass sie ein Gefühl für ihn haben wollen und auch das Gefühl haben wollen, er lebt in dieser Stadt, er kennt ihre Themen, es sind auch seine Themen. Klarer Fokus also auf die Region, das kommt bei manchen gut an. Das Slogan aus Mannheim für Mannheim finde ich gut, weil er halt die Stadt Mannheim repräsentiert. Dass Mannheim ein bisschen hochgepusht wird. Bei einigen aber auch nicht. Ich brauche die Person dahinter und muss die einschätzen können. Und die Slogans überzeugen jetzt nicht. Wenn ich nur sage, ich bin echt wie Mannheim, dann ist das keine politische Aussage. Einen anderen Schwerpunkt legt dagegen der grüne Dr. Gerhard Schick. Also die Auseinandersetzung, wer jetzt der echtere Mannheimer ist, da kann ich nur schmunzeln. Im Bundestag geht es darum, Politik für die Menschen in Deutschland zu machen. Und ich glaube, da geht es um Inhalte. Wir haben wichtige Herausforderungen vor uns in den nächsten Jahren. Wir stellen fest, dass die Ungerechtigkeit zugenommen hat in unserem Land und die Klimakrise bekämpft werden muss. Und damit kann er punkten. Das ist ein klares Statement in eine bestimmte Richtung. Eben weil einfach ein bisschen mehr dahinter steckt als eben nur, ich bin von hier, wähle mich, weil ich von hier bin. Von Grün würde ich mehr Grün erwarten. Ich denke, dass wir in der Bundesrepublik viele Themen haben, die richtig grün wären. Neben den etablierten Parteien will auch die AfD Ludwigshafen auf Bundesebene mitmischen. Und zwar mit dieser Haltung. Wir wollen nicht Politik machen für europäische Staaten, die gerettet werden müssen. Wir wollen nicht unbedingt Politik machen für Asylbewerber, sondern wir wollen Politik machen für unser eigenes Volk. Von Volk bis Region und Klima, also alles vertreten, aber... Ich finde jetzt alle nicht besonders überzeugend. Am überzeugendsten finde ich bisher die von der FDP, weil die aussehen wie eine Parfümwerbung. Nur die wollte bei unserem Plakatcheck leider nicht mitmachen. Und bei uns im Studio ist kein Politiker, sondern ein Mann, der sich mit Marketing auskennt. Professor Florian Stahl von der Uni Mannheim. Kann man über Wahlplakate überhaupt Inhalte transportieren? Auf jeden Fall kann man über Wahlplakate Inhalte transportieren. Nicht als Basis, aber man kann die Inhalte, die man auch über andere Kanäle transportiert, wie übers Fernsehen oder über auch das Internet, natürlich jetzt hier nochmal unterstreichen und auch möglicherweise in Erinnerung bleiben zu dem, was man eben in anderen Medienkanälen bereits über diese Parteien gelernt hat. Wir schauen uns mal ein paar Wahlplakate an. Ich darf mal vorgehen. Und das erste ist schon sehr inhaltsreich von den Grünen. Wenn wir uns das mal anschauen, sehr viel Inhalt, sehr viel Text. Bekommt man das überhaupt mit, wenn man durch die Stadt geht, durch die Stadt fährt?
Ich denke, es ist sehr schwierig. Es ist sehr, sehr viel Text. In der Regel geht man davon aus, dass vor einem Plakat maximal bis zu 10 Sekunden jemand stehen bleibt. Und für diese kurze Zeit ist es natürlich eher unwahrscheinlich, dass man wirklich den Text komplett erfasst. Aber hier ist natürlich schon der Versuch da, dass man natürlich wirklich ins Gespräch kommen will über den Inhalt und nicht über eine Person, da die Grünen sicher auch mit diesem Plakat auf die Zweitstimme abzielen. Ja, wir haben auch auf der anderen Seite noch Cem Özdemir. Zwischen Umwelt und Wirtschaft gehört kein Oder. Ja. Hier will man natürlich jetzt über die Person, über den Spitzenkandidat der Grünen punkten, der auch natürlich verschiedene Wählergruppen, Wählersegmente anspricht. Wenn ich jetzt das konkret diesen Spruch auf diesem Plakat betrachte, so wird man natürlich auch versuchen, für den möglicherweise FDP-Wähler attraktiv zu werden, weil man eben sagt, man hat nicht die Wahl zwischen Wirtschaft, FDP oder eben Umwelt und Grüne, sondern man kann auch, wenn man für die Wirtschaft und die Umwelt was machen möchte, gleich grün wählen. Wir gucken mal weiter. Es gibt ja diesen schönen Spruch, alle 11 Minuten verliebt sich ein Liberaler in sich selbst. Wenn man das Plakat sieht, könnte man das denken. Ist das jetzt narzisstisch? Ist das Parfümwerbung, wie wir es gerade gehört haben? Wie beurteilen Sie die FDP? Ich denke, es hat natürlich schon den Touch einer Parfümwerbung, wobei ich denke, die FDP hat vor allem das Ziel, sie ist das letzte Mal aus dem Bundestag nicht mehr vertreten, seit 4 Jahren nicht mehr im Bundestag vertreten. Sie hat natürlich jetzt den Versuch gemacht, sich neu zu erfinden und genau über diese Gestaltung des Plakates will man auch dem Wähler zum Ausdruck bringen, wir sind nicht mehr die alte FDP, wir sind eine neue Partei, wir haben ein neues Farbspektrum zum Beispiel und wir haben jetzt auch eine neue Art, wie wir auftreten. Gucken wir uns mal die CDU an, die holen wir jetzt mal hier ins Bild. Das ist ja, ja wie man es kennt aus den letzten Jahren, ist das noch zeitgemäß? Es ist sicher nicht 2017-Style, es ist aber auf jeden Fall ein bestimmter Stil, der möglicherweise auch die Wähler der CDU attraktiv finden. Weil letztendlich ist das ja auch ein Stück weit, es ist ein bisschen altmodisch, aber es ist auch ein bisschen natürlich das Klassische. Man will auch sozusagen die konservativen Werte sozusagen auch hier mit verkörpern. Und die sind nicht unbedingt modern, sondern die sind sozusagen vor allem zeitlos. Und die sind, wie auch hier dieses Plakat sicher zum Ausdruck bringen will, auch natürlich an eine Zielgruppe gerichtet, denen es nicht darum geht, jetzt einen modischen Kandidaten zu wählen, sondern jemand, der für eben diese konservativen Werte steht. Vielen Dank, Professor Dr. Florian Stahl von der Universität Mannheim. Und der Wahlkampf, man könnte denken, er kommt richtig in Fahrt. Jedenfalls eine Tomate hat dafür gesorgt. In Heidelberg haben Demonstranten gestern versucht, einen Auftritt von Bundeskanzlerin Merkel mit Sprechchören und Trillerpfeifen zu stören. Mindestens eine Tomate ist dabei geflogen. Gut, dass sie an diesem Tag rot trug. So sind die Tomatenspritzer auf dem Bläser der Kanzlerin kaum zu sehen. Die Tomaten flogen nach ihrer Wahlkampfrede, die auch wieder von Pfiffen und Buhrufen begleitet war. Naja, wenn das der Höhepunkt des Wahlkampfes war, hoffen wir es mal nicht. Graue Wände, das haben wir uns auch schon mal überlegt, ob wir die so ein bisschen von Künstlern gestalten lassen. Das passiert jetzt in den Mannheimer Quadraten. Dort wird gesprayt und es gibt eine ganz öffentliche Stadtwand-Kunstaktion. Eine Stadtkunstgalerie unter freiem Himmel. Künstler werden eingeladen und gestalten die grauen Wände, ohne dass die Polizei kommt. Und frisch eingetroffen ist das Künstlerpaar Lo Bros aus Berlin. Julia Stankewitz hat sich das angeschaut. Eine Stadt, eine Wand und viel Kunst. Christian und Florin tragen einen Teil zum bunten Mannheim bei. Die beiden sind Brüder aus Berlin. Bewaffnet mit Farbe und Fantasie geben sie einer Fassade in F5 einen neuen Anstrich. Und zwar nach Plan. Die Raster im Hintergrund stehen so ein bisschen für die Quadrate Stadt und für das Historische hier und für das Vergangene. Und die Ebene, die wir oben drauf gepackt haben jetzt, mit diesem schönen Schatteneffekt, steht im Grunde genommen für unsere Generation und das Neue, Moderne. Neu und modern, die Stichwörter, wenn es darum geht, was die Aktion eigentlich ausmacht. Aber auch das Ursprüngliche hat in der Street Art für die Künstler noch eine Bedeutung. Für mich ist Urban Art immer noch das Ding, dass es eine Stilentwicklung, die stattgefunden hat, die mit dem Malen auf der Straße einhergeht. Daher freut sich das Duo auch über seine Künstlerkollegen, die neben ihnen Mannheim verschönern. Wir fühlen uns tatsächlich sehr geehrt, hier zu sein, weil wir, wie gesagt, die Kuration hier sehr gut finden, sprich die Auswahl der Künstler. Wie zum Beispiel Hera Kut, ein weiteres Künstlerpaar. Also Hera ist sehr, sehr wild, kreativ, hat diese ganzen expressiven Pinsel und Dosenstriche in diesem Bild, während Akut sehr akkurat, fotorealistisch arbeitet. Die Welt der Nachwuchskünstler wächst und somit auch die der Street Art. Das erinnert Florin an die Entwicklung des Hip-Hop in der Popmusik. Also
dass es halt mehr Mainstream wird, mehr Leuten zugänglich wird. Dazu natürlich mehr Schrott existiert, was vielleicht auch dazugehört, um seine Perlen selber da rauszufiltern. Und das können alle Kunstinteressierten in Mannheims öffentlichem Straßenmuseum dank des Projekts Stadtwand Kunst. Zu jeder Tageszeit und ohne Eintritt. Ab dem Wochenende dann auch mit dem fertigen Gemälde der Low Bros. Und mit einer der Initiatorinnen von der Alten Feuerwache, Katharina Tremmel, hat sich unsere Reporterin Natalia Höppner unterhalten. Katharina Tremmel und ich stehen jetzt vor einer der bemalten Fassaden hier in Mannheim. Frau Tremmel, ist das Kunst oder kann das weg? Und wenn das Kunst ist, warum? Das ist auf jeden Fall Kunst. Das ist Street Art, also Straßenkunst, daher kommt das. Und es muss auf jeden Fall bleiben. Das ist auch das, was wir mit dem Projekt vorhaben. Hier soll die erste Open Urban Art Gallery des Landes Baden-Württembergs entstehen. Also hier soll eine jederzeit für jedermann zugängliche Kunstgalerie entstehen. Welche Bedeutung hat das für die Stadt Mannheim, gerade auch die im Hinsicht auf die Street Art? Ja, also die Bedeutung für die Stadt Mannheim ist, dass die Stadt schöner und bunter wird. Also dass wir graue Wände zu Kunstwerken machen. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Sehen das dann auch die Anwohner hier bzw. die Mannheimer selbst? Ja, das tun sie zum Glück. Da sind wir auch sehr dankbar dafür. Also einige sind am Anfang ein bisschen skeptisch, was wir auch verstehen können. Die wissen nicht, was passiert. Die wissen auch nicht, was da drauf kommt. Das könnte ja auch irgendein Geschmiere sein. Aber wir erleben ganz viele schöne Begegnungen hier, dass am Ende dann der Künstler mit Schokolade versorgt wird oder mit Taschengeld oder zum Essen eingeladen wird und die Leute sich bedanken, dass wenn Sie jetzt den Rollladen aufmachen, dass da nicht mehr eine graue Wand ist, sondern ein schönes Bild. Jetzt ist ja im Rahmen des Projekts Stadtbahn Kunst sind ja auch die Low Bros hier. Die sind allerdings international bereits bekannt. Tun Sie denn auch was für junge Künstler? Wir tun auch was für junge Künstler. Wir haben auch regionale Künstler schon eingeladen. Wir haben Workshops gemacht mit Jugendlichen auf den Benjamin Franklin Barracks. Und dort haben die auch Wände bekommen, auch in der Größenordnung, wo sie sich ausprobieren konnten. In welche Richtung wird denn jetzt Stadtwand Kunst noch weiterhin aktiv sein für die nächsten Jahre? Ja, also wir haben ja vor 4 Jahren angefangen. Das Bild der Low Bros ist das 16., was jetzt entstanden ist. In diesem Jahr waren es 4 Bilder, die dazugekommen sind. Und nächstes Jahr hoffen wir, dass das auch so weitergehen wird. Also wir sind in der Planung, wir haben viele Künstler, die wir gerne herholen würden. Ob die dann Zeit haben, werden wir sehen, aber wir sind dran. Vielen Dank, Frau Tremmel. Viel Erfolg noch weiterhin mit dem Projekt. Und gleich eine unglaubliche Geschichte aus der Metropolregion. Ein Top-Prominenter ist von Facebook verschwunden, faceless sozusagen. Wer das ist, das sagen wir Ihnen gleich. Und auch, was es mit diesem Kaffeebecher auf sich hat, to go. Ich kenne einen, der das braucht. Der ist nämlich auch to go. Der geht nämlich, ein Bürgermeister. Das jetzt im Nachrichtenüberblick. Konsequenzen in Herxheim. Nach heftiger Kritik an seinen Äußerungen zur NS-Zeit tritt der Bürgermeister von Herxheim, Roland Becker, zurück. Der Gemeinderat hatte Becker dazu aufgefordert. Das Mitglied der Freien Wähler hatte sich in einem TV-Beitrag stolz über die Nazi-Glocke in der Herxheimer Kirche geäußert. Diese trägt die Inschrift "Alles fürs Vaterland, Adolf Hitler". Es hagelte daraufhin Kritik für den Bürgermeister. Becker beteuert heute, dass er nicht die NS-Zeit verherrlicht habe und seine Aussagen aus dem Kontext gerissen worden sein. Atommüll unterwegs. Heute Morgen ist der Transport der Brennelemente von Obrichheim nach Neckarwestheim gestartet. 3 Castor-Container wurden in der vergangenen Nacht am stillgelegten Kernkraftwerk beladen. Die Fahrt auf dem Neckar dauert ca. 9 Stunden. Das Schiff steht dabei unter starkem Polizeischutz aus der Luft, vom Wasser und vom Ufer aus. Die Landesanstalt für Umwelt misst während des Transports ständig die Radioaktivität, um zu sichern, dass keine zu hohe Strahlung von dem Schiff ausgeht. Nachhaltiger Kaffeebecher. Die Universität Mannheim verkauft diesen Kaffeebecher zum Wiederverwenden. Kaffeefans können diesen Markup mit den Wahrzeichen Mannheims im Campus-Shop der Uni Mannheim gegen einen Pfand von 5 Euro mitnehmen. Das Ganze ist eine Initiative von Studierenden. Es war die Idee von Studierenden, die einfach auf die Umwelt bewusst darauf aufmerksam gemacht haben, wie viel Müll produziert wird. Und die Herstellung von den Coffee-to-go-Bechern beansprucht ja auch sehr viele Ressourcen. Insofern war die Idee geboren. Selbst wenn der Becher aus Bambus dreckig ist, muss er nicht weggeworfen werden. Benutzer können ihn entweder gegen einen neuen Becher oder den Pfand eintauschen.
tödlicher Unfall. Im Bereich des Mannheimer Hauptbahnhofs hat am Morgen ein Güterzug einen 77-jährigen Mann erfasst. Er hielt sich unerlaubt auf dem hinteren Bereich der Gleise auf, stürzte und blieb auf den Schienen liegen, sodass ein ankommender Güterzug ihn überrollte. Es lägen keine Hinweise auf Einwirkung von Fremden vor, so die Polizei Mannheim. Der Mann verstarb noch am Unfallort. Lastwagen verboten. Ab Oktober sperrt die Stadt Ludwigshafen die Hochstraße Süd für Lkw. Die Brücke sei marode, Brummis dürfen deshalb die beliebte Strecke nach Mannheim nicht mehr befahren. Die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar reagiert besorgt, denn es stünden keine Ausweichwege zur Verfügung und Umleitungen gäbe es auch noch nicht. Klaus Dillinger, Baudezernent der Stadt Ludwigshafen, möchte in 2 Wochen ein Umleitungskonzept vorschlagen. Am Freitagabend wird es für den SV Waldhof Mannheim wieder ernst. Der SV spielt im Flutlichtspiel gegen Wormatia aus Worms. Anpfiff der Partie im Kai-Benz-Stadion ist um 19.30 Uhr. Die Spannung am Alsenweg ist nach wie vor greifbar. Das große Ziel, Relegationsplatz, liegt weiterhin einige Zähler entfernt. Doch Trainer Gerd Deiß gab sich auf der heutigen Pressekonferenz betont locker. Grund dafür war nicht zuletzt der jüngste Sieg letztes Wochenende gegen den FSV Frankfurt, der dem Fehlstart etwas entgegenwirkte. Verletzungssorgen hat der Trainer zwar nach wie vor, doch für das Duell mit Worms sieht er sein Team trotzdem gut gerüstet. Die Mannschaft weiß, was wir machen müssen, was wir tun müssen. Dass wir natürlich in der englischen Woche 0 Punkte geholt haben, das war sehr, sehr ärgerlich. Und ich gehe mal davon aus, dass wir unsere Lehren draus gezogen haben und am Freitag 3 Punkte wieder nachlegen können. Und jetzt lösen wir mal auf, welcher Top-Prominente aus der Region sein Facebook-Profil gelöscht hat. Es war Julian Nagelsmann, Trainer der TSV 1899 Hoffenheim. Er hatte wohl den Ärger mit den Kommentaren wirklich satt. Nach dem Ausscheiden aus der Qualifikation, als er sich nicht für die Champions League also qualifizieren konnte, für die Europa League ja nun auftritt demnächst, da hat er jetzt wieder den Bundesliga-Alltag vor der Tür. Was heißt schon Alltag in diesem Zusammenhang? Es kommt ein Hauch von Hollywood in den Kraichgau. Am Samstag spielt dort der FC Bayern München sein Auswärtsspiel gegen die Hoffenheimer. Und Julian Nagelsmann, der gilt ja so als der Wunderknabe der Bundesliga, jüngster Trainer. Und uns hat er ein Exklusivinterview gegeben und Rebecca Wilke schaut mal ein bisschen hinter die Kulissen dieses Wunderknaben. Ich liebe den Sport, ich beschäftige mich gern damit, ich spiele ihn auch noch sehr gerne selber. Wenn man mit mir spricht, glaube ich, stellt man auch fest, dass ich ein relativ normaler Typ bin und nicht irgendwie ein abgehobener Bundesliga-Trainer. Dann schaut man abends in den Spiegel und überlegt sich, ob alles sinnvoll war, was man am heutigen Tag so gemacht hat. Julian Nagelsmann. Jung, erfolgreich, ehrgeizig. Innerhalb eines Jahres coachte er die akut vom Abstieg bedrohten Hoffenheimer in den internationalen Wettbewerb. Der Shootingstar der Szene mit 30 Trainer des Jahres, das gab's noch nie. Wir treffen Julian Nagelsmann, gut gelaunt, entspannt und cool wie immer. Ein Mann, der auch in der Öffentlichkeit versucht, er selbst zu sein. Eine Verletzung brachte ihn Anfang 20 auf die Trainerlaufbahn. Dort steht er nun im Mittelpunkt, aber das nicht gern alleine. Fußball ist ein Teamsport und da ist man für den Erfolg nie allein verantwortlich. Von dem her habe ich eine ganz gute Bodenhaftung, wie man sieht, ich sitze auf dem Boden. Aber Sie stehen ja schon sehr im Fokus, also klar, auch wegen Ihres Alters. Ja, natürlich, das war mir aber vorher klar, das ist ganz normal, wenn es dann auch noch gut läuft, dass man dann im Fokus steht. Ich glaube, dass ich auch ein ganz nahbarer Typ bin, man kann mit mir ganz gut umgehen und ganz gut reden. Und wenn man mit mir spricht, glaube ich, stellt man auch fest, dass ich ein relativ normaler Typ bin und nicht irgendwie ein abgehobener Bundesliga-Trainer, der meint, was Besseres zu sein. Gerade deshalb und wegen seiner taktischen Fähigkeiten steht er angeblich schon jetzt bei einigen Top-Clubs auf der Wunschliste. Wenn wir einigermaßen erfolgreich weiterspielen, dann ist klar, glaube ich, dass, wie beim Spieler auch, dann gibt es Interesse von anderen Clubs, dann wird angefragt. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber ich habe jetzt gerade meinen Vertrag verlängert und sitze jetzt nicht auf gepackten Koffern zu Hause und warte, bis endlich einer anruft. Sollte das Telefon dennoch klingeln, würde es sich finanziell für ihn sicher lohnen. Die großen Geldsummen stimmen Nagelsmann jedoch nachdenklich. Ich würde mich immer dafür entscheiden, wenn es eine Umverteilung geben würde, die der Welt was bringt, dann würde ich im Fußball Transfersummen komplett abschaffen, aber diese Umverteilung gibt es nicht und wird es auch niemals geben. Von dem her, ob jetzt Neymar 2 Millionen oder 222 Millionen kostet, ändert leider für das Leid der Welt sehr wenig. So ernsthaft wie der 30-Jährige über Themen nachdenkt, so humorvoll und locker kann er aber auch sein. Anstatt zu grübeln, macht er es mit dem Schlafen vor einem wichtigen Spiel. So. Zum Beispiel. Ein Vorschlag, zweites mit Wäscheklammern. Tut weh. Und auch ein paar Eigenarten dürfen beim Jungtrainer nicht fehlen.
Kaugummi kauen zum Beispiel, Energy Drink trinken vor dem Spiel. Jetzt habe ich umgestellt auf Schwarztee und Grüntee, um es ein bisschen gesünder zu machen international, weil es zu viele Spiele sind für Energy Drinks. Kriege ich sonst irgendwann Herzstillstand, aber so ein paar Rituale habe ich schon, die ich verfolge am Spieltag. Abseits vom Fußball gibt es für den Hoffenheim-Trainer zwei wichtige Dinge im Leben. Ein großer Teil ist meine Familie, mein kleiner Sohn, meine Lebensgefährtin, die sehr wichtig sind für meinen Ausgleich zu Hause, die auch mir den Rücken extrem frei hält. Und dazu natürlich dann der Sport in allen möglichen Bereichen, gern ein bisschen rasant, gern actiongeladen. Einfach, wo man sich so auf den Sport an sich fokussieren muss, dass man eben nicht nachdenken kann. Das wird auch wichtig sein bei der Dreifachbelastung diese Saison. Aber auch dafür hat der gebürtige Bayer einen Plan. Das Abschneiden im europäischen Wettbewerb hat keine direkte Konsequenz für die neue Saison. Das Abschneiden der Bundesliga schon. Von dem her ist natürlich ein Fokus aufs internationale Geschäft wichtig, weil es tolle Spiele sind und wir uns das erarbeitet haben, dass wir da mitspielen dürfen. Da müssen wir es auch so gut wie möglich machen. Aber uns muss jeden Tag bewusst sein, dass die direkte Konsequenz für die neue Runde einfach nur in der Bundesliga stattfindet. Und da müssen wir Vollgas geben. Das darf er dann auch am Samstag vor heimischem Publikum gegen seinen früheren Lieblingsverein, den FC Bayern München. So, und jetzt können Sie bei uns mitraten, aber nichts gewinnen. Ab wie viel Einwohnern bekommt ein Ort seine eigene Postleitzahl? Sie können jetzt abstimmen. Sind es erstens 3200, zweitens 320 oder drittens 32? Die Auflösung gibt es gleich nach diesen Informationen. Die Versuchung, der ich nicht widerstehen kann. Neu, Paradise Mascara von L'Oreal. Ultraweiche Bürste für eine sinnliche Anwendung. Cremige Ölformel für intensive Länge und Volumen. Neu, Paradise Mascara von L'Oreal Paris. Mein Augenblick der Versuchung. Ich bin's mir wert. Bis gleich. Draußen zu sein ist so schön. Und das bei jedem Wetter. Zeit mal wieder rauszugehen mit der Tchibo Regenkollektion. Jetzt neu bei Tchibo. 3-in-1 Regenmäntel, Thermoregenjacken und Thermoregenhosen. Alles, was den Tag noch schöner macht. Das gibt es nur bei Tchibo. Wir von der Privatmarmeladerie Friedrich Göbber haben eine gute Nachricht für dich. Glück ist endlich käuflich. Wir machen pures Glück. Ganz ohne künstliche Aromen, Konservierungsstoffe oder Bad Vibrations. Mit einem Fruchtanteil, der nur am Baum noch höher ist. Das Ergebnis? Nicht einfach nur Marmelade, sondern das erste Glück im Glas. Aber denk dran, Glück fällt nicht vom Himmel. Du musst schon danach greifen. Wie man zum Panda wird? Mit den vielen kleinen Dingen. Den Müll zu trennen zum Beispiel. Auch mal das Rad zu nehmen. Oder mit einem Schulbrot aus der Brotdose. Und natürlich mit unseren nachhaltigen Produkten mit dem Panda. Wie viel Panda steckt in dir? Edeka, wir lieben Lebensmittel. Deshalb sorgen wir zum Beispiel beim konventionellen Bananenanbau dafür, dass Wasser nachhaltig genutzt wird. Das ist nicht nur gut für unsere Bananen, sondern für die ganze Region. Erfahren Sie mehr über das Projekt und unsere Partnerschaft mit dem WWF auf edeka.de. Guten Tag, danke. Jetzt können Sie mit jeder Hotelbuchung bei HRS... Ups, die habe ich ja auch. ...automatisch Prämienmeilen bei Miles & More und weiteren Bonusprogrammen sammeln. Jetzt anmelden und profitieren. HRS, das Hotelportal. Guck mal, habe ich in der Garage gefunden. Ist von Opa. Hast den auch in der Garage gefunden? Der ist aber nicht von Opa. Jetzt für den Golf 5000 Euro Umweltprämie sichern und für den E-Golf sogar bis zu 11.760 Euro Zukunftsprämie. Wir bringen die Zukunft in Serie. Volkswagen. Mein Albtraum. Wadenkrämpfe durch Magnesiummangel. Danke, Bioelektra, dass du effektiv wirkst und mich von Wadenkrämpfen befreist. Bioelektra, mein Apothekenmagnesium. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. In sozialen Netzwerken haben ja einige Hunderte von Freunden. Jetzt mal nüchtern betrachtet. Wie viele Freunde man wirklich hat, merkt man erst, wenn man Hilfe beim Umzug braucht. Klaus Thaler. Erfrischend nüchtern. Warum ich Landwirt werden will? Da ist man viel draußen, kann ich Traktor fahren. Das macht Spaß. Landwirt ist der wichtigste Beruf auf der Welt. Unsere Familie macht die leckersten Kartoffeln. Deshalb will ich Landwirt werden. Obst und Gemüse aus deiner Region. Jetzt ganz frisch. Kartoffeln bei Rewe. Dein Markt.
So verführerisch belegt, so knusprig, zart im Biss. Egal, wo man isst, Ristorante schmeckt immer wie beim Italiener. Auch als süße Verführung. Ristorante Dolce al Cioccolato. Herr Müller, verlassen Sie umgehend Ihre Wohnung und kommen Sie nie wieder. Piep, 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 piep. Verzweifelt? Finde leichter dein neues Traumzuhause mit Deutschlands größtem Angebot an Wohnungen und Häusern von Privat. eBay Kleinanzeigen. Wir haben Arbeit im Kopf, Termine im Nacken und müssen an vieles denken. Kein Wunder, wenn das zu Kopfschmerzen führt. Genau dafür gibt es Thomapyrin mit seiner speziell entwickelten Wirkstoffkombination gegen Kopfschmerzen. Befreit dreifach, schnell und auf den Punkt. Thomapyrin. Auf den Punkt gegen Kopfschmerzen. Als Klassik und intensiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Wenn Sie sich hier mal bei uns etwas umschauen, so 35 Menschen haben da ungefähr Platz an diesen Arbeitsplätzen, die Sie hier sehen. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten eine eigene Postleitzahl. Eigentlich unrealistisch, denkt man sich, aber das gibt es wirklich. In der Metropolregion gibt es ein Dorf, das hat diese Postleitzahl für sich ganz alleine bekommen, für 32 Einwohner. Unterhainbrunn heißt das Dörfchen, dem Dalin Jonasson einen Besuch abgestattet hat. 13 Häuser, 32 Menschen, eine Stunde parken 1 Euro, 15 Bienenstöcke und bald eine eigene Postleitzahl. Wir sind im kleinsten Dorf Hessens, Unterhainbrunn. Ich treffe mich hier mit Oliver Berthold, dem Bürgermeister der Stadt Hirschhorn, zu der Unterhainbrunn gehört. Am einzigen Aussichtspunkt berichtet er mir von dem sogenannten Dollendorf. Ich denke mal, dass Sie im Umkreis von 300 Metern alle Häuser mit drin haben, wenn Sie hier einen Zirkel reinmachen, einmal rumziehen. Um zum nächsten Briefkasten zu kommen, müssen die Leute ins 800 Meter entfernte Oberhainbrunn. Das gehört zu Rothenberg und ab nächstem Jahr zu der neuen Stadt Oberzehnt. Die bekommt eine eigene Postleitzahl. Unterhainbrunn darf die alte Rothenberger Postleitzahl dann ganz für sich beanspruchen. Dadurch kommt es halt jetzt zustande, dass wir in Unterhainbrunn, diesem kleinen Dorf mit 31, 32 Einwohnern, dann eine eigene Postleitzahl haben und eine eigene Vorwahl. Unser Besuch bleibt in Unterhainbrunn natürlich nicht unbemerkt. Im Garten von Heino Siefert treffen wir ein Viertel der Dorfbewohner und die sind ganz schön stolz auf ihr Zuhause. Unterhainbrunn ist toll, die Nachbarschaft ist in Ordnung. Wir leben hier in der Natur, gucken Sie mal da. Da findest du so was Schönes, finden Sie gar nicht. Nachts kühlt es ab, obwohl dass es warm ist. Sie können mit offenem Fenster schlafen. Räuber gibt es hier keine, wir vertrauen alle jedem. Was wollen wir mehr? Wie wäre es denn mit einer neuen Postleitzahl? Geht doch in so einem alten Kopf gar nicht mehr rein. So eine neue Postleitzahl und irgendwann lässt es auch im Hirn ein bisschen nach. Ne? Muss ja auch gar nicht, denn die Zahl bleibt ja die gleiche. Und zwar die 64757. 5 Zahlen für nur 32 Einwohner. Zum Vergleich, durchschnittlich teilen sich in Deutschland rund 3000 Menschen eine Postleitzahl. Vielleicht käme man ja auf diese Anzahl, wenn man die Bienen mit dazu zählt. Aber egal, ob 30 oder 3000 Menschen in Unterhainbrunn leben, der Bürgermeister hat große Pläne für das Minidorf. Wenn wir jetzt im Fernsehen sind, dann wird vielleicht Unterhainbrunn überrannt vom Tourismus. Ja, jeder will sehen, wo dieses kleine, schöne Dörfchen liegt. Findet man ja auch ganz leicht. Einfach 64757 ins Navi eintippen, schon leitet es einen nach Unterhainbrunn. Und ich habe gerade noch mal ein bisschen rausgeguckt hier. Also der Himmel ist grau und naja, fürs T-Shirt auch ein bisschen kühl schon. Ich denke mal so 18, 19 Grad werden es sein hier in Mannheim. Es wird jetzt auch nicht viel besser in den nächsten Tagen, das Wetter. Am Donnerstag ziehen immer wieder dichtere Wolken durch. Und vor allem im Norden kann zwischendurch auch mal ein Schauer dabei sein. Im Süden stehen die Chancen auf etwas mehr Sonne dagegen besser. Hier sollten wir zudem weitergehend trocken durch den Tag kommen. Temperaturmäßig sieht es aber insgesamt nicht so toll aus. Wir müssen uns in Richtung Odenwald und Pfälzerwald mit kühlen 17 Grad begnügen. Aber auch sonst sind kaum mehr als 20 Grad drin. Am Freitag ändert sich nur wenig. Sonne und Wolken wechseln sich ab und es bleibt meist trocken bei Temperaturen bis 21 Grad. Das Wochenende startet mit vielen Schauern und sogar noch kühler. Der Sonntag verspricht zwar wieder etwas freundlicheres Wetter, mit Höchstwerten bis 19 Grad bleibt es aber auch dann noch herbstlich kühl.
Hier haben wir angefangen in der Sendung, hören wir auch wieder auf, bin wieder zurückgekommen zu Tina. Ich komme immer zu dir zurück in der Sendung. Und ich komme auch deswegen zurück, weil sie isst keine Tomaten, sie isst Kohlrabi, darf ich verraten. Ich muss nicht befürchten, dass ich Tomatenflecke kriege, dass du mich bewirfst heute nach der Sendung. Nee, aber ich hatte tatsächlich heute Mittag, was du nicht mitbekommen hast, ja Tomaten und deswegen musste ich mich noch umziehen. Haben wir Glück gehabt. Ja. Ich esse Bananen, da passiert auch wenig. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Morgen sind wir wieder für Sie da. Ja. Mal sehen, was dann so alles in der Region passiert. Wir sind schon gespannt. Schönen Tschüss. Abend. Tschüss. Gibt's denn hier noch alles?